Hallo und herzlich willkommen an die Stiere da draußen und all diejenigen, die den Stier im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia und ich heiße dich herzlich willkommen zur ersten Single-Legung für die Sternzeichen hier auf dem Kanal. Auf meinem Telegram-Kanal habt ihr abgestimmt, was ihr hier auf dem Kanal sehen wollt und das werde ich jetzt auch regelmäßig machen. Das heißt, wenn du mitbestimmen möchtest, was es hier auf dem Kanal gibt, von den klassischen Legungen, sage ich mal, abgesehen, dann folge mir gerne auf meinem Telegram-Kanal. Den findest du unter diesem Video, den Link dazu. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit deiner ersten Stier-Single-Legung. Ich habe hier das Seelenreise-Tarot, das verlinke ich dir wie immer unter dem Video. Ich habe das Heaven and Earth-Tarot und ich habe das Sacred Soulmate-Card-Deck. So. Und ich habe mir eine Legung ausgedacht, die in verschiedene Punkte reingeht, die jetzt mal quasi einmal dich analysiert, deine Vergangenheit analysiert. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir fangen an mit dem Seelenreise-Tarot. Ich habe mir auch einen kleinen Spicker gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe die Legung schon ein bisschen mehr im Kopf als gestern, als ich den ersten Haufen gemacht habe hier. Gott, ersten Haufen gemacht, hört sich auch, ne? Die ersten vier Legungen gemacht habe. Und außerdem habe ich das Gefühl, ich habe hier ein Haar. Wartet mal ganz kurz, Leute. So. Ist es weg? Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe was im Gesicht. So, ja, da ist es. Moment. Ich glaube, jetzt ist es weg. So, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mal. Also, was wir als erstes machen, wir schauen uns an deine vergangene Beziehung. Wir schauen uns die Lernaufgabe an und das, oder das, was du erfahren hast in der vergangenen Beziehung und grundsätzlich, was wir in deiner Vergangenheit generell sehen, was ich jetzt nicht... Ah, guck mal, ja, da haben wir tatsächlich schon den Herzschmerz hier, Karte Nummer 1. Und dann eine Energie aus der Vergangenheit generell, das kann jetzt auch deine kürzliche Vergangenheit sein. Dadurch, dass vielleicht auch deine Beziehung länger her ist. Deswegen habe ich zwei Aspekte hier gewählt. Und zwar haben wir einmal den Aspekt vergangene Partnerschaft und Beziehung geprägt von. Hier kommt dann gleich die Vergangenheit generell, was eben etwas sein kann, was auch kürzlich stattgefunden hat. Und dann schauen wir uns hier mit den Karten noch einmal an. Was war denn in der vergangenen Beziehung hier die Lernaufgabe oder was wurde erfahren? Ja, okay. Also, was ich hier sehen kann, ist tatsächlich, wo packen wir die Karten mal hin, einmal hier aus dem Bild raus. So, die wieder rein. Was ich sehen kann, ist, dass die vergangene Partnerschaft und Beziehung sehr geprägt war von Herzschmerz. Dem Thema Herzschmerz, Verlust. Vielleicht hast du selber auch gemerkt, das entgleitet dir und du hast versucht, kreative Lösungen zu finden oder ihr vielleicht auch kreative Lösungen finden, zu finden, wie man hier diese Sache noch weiter, sag ich mal, zum Laufen bringt oder ändern kann. Ich habe das Gefühl, es wurde viel kommuniziert, viel gebrainstormt. Das heißt, eine gewisse Kommunikation hat hier mit den drei der Schwertern definitiv stattgefunden in stürmischen Zeiten. Aber ich habe auch das Gefühl, es könnte sein, dass die Liebe dann immer weniger geworden ist und immer weniger geworden ist oder dieses Gefühl der Verliebtheit, sage ich mal, weniger geworden ist aufgrund dessen, dass es eher ausgetauscht wurde mit dem Schmerz. Wir haben dann die Parasitic Symbiotic, also in englische Karten. Ich weiß leider nicht mehr, ich habe die Karten irgendwann mal auf einem amerikanischen YouTube-Kanal gesehen. Wenn ich sie irgendwann wiederfinde, dann schreibe ich euch das auch unten rein. Das heißen Sacred Soulmate Cards und Stellara ist der Name, der unten ebenfalls noch draufsteht. Hier mit dieser Karte geht es darum, dass eine Partei, ne, von beiden hier mehr profitiert hat als die andere. Während einer sehr, sehr viel gegeben hat, hat die andere Person sich eher leer gemacht. Das kann sich handeln um Energie, um Unterstützung, es kann um Empathie gehen. Irgendwas war hier nicht im Gleichgewicht. Irgendwas, dieses Geben und Nehmen, diese Dynamik war hier in der Vergangenheit nicht im Gleichgewicht. Und dann schauen wir uns mal generell an. Oh, guck mal, das ist hier. Ja, guck mal, deswegen mache ich das hier. Ne? deswegen haben wir die Karten so, wie sie hier sind. Grundsätzlich gab es in der Vergangenheit aber auch etwas.
Unabhängig jetzt von dieser Situation ab, also unabhängig jetzt von der Partnerschaft hier, sehen wir in der kürzlichen Vergangenheit die Neun der Kelche. Das heißt, mit den Neun der Kelchen hast du hier eine Wunscherfüllung in der Vergangenheit oder du hast entweder auch, was diese Situation angeht, vielleicht wieder in mehr Frieden gefunden. Ne? Es ist die Karte von, okay, ich bin jetzt zufrieden, ich bin jetzt entspannt. Das ist meine kleine Wellness-Karte. Also vielleicht hast du dir kürzlich auch mal so eine Wellness-Auszeit wirklich gegönnt und hast dir was Gutes getan oder es hat sich auf irgendeine andere Art und Weise, vielleicht auch in einem anderen Lebensbereich, einen Wunsch erfüllt, sodass du sagst, boah ja, das ist schon alles echt ganz gut gerade. Vielleicht hat dir das geholfen, über diese Situation hinauszukommen. Vielleicht ist das aber auch die Karte, die sagt, ja, Stier ist hier in der kürzlichen Vergangenheit bereits ein bisschen mehr in den Frieden gekommen, was diese Situation hier angeht. Dann gehen wir einmal weiter rein. Ich möchte einmal schauen, was deine Gedanken sind und zum Thema Liebe und Beziehungen und deine Gefühle. Denn das sind jetzt Sachen, die quasi mir sagen, und damit kann ich dir sagen, bist du denn eigentlich gerade offen für was Neues? Was sind denn deine Glaubenssätze zum Thema Liebe, zum Thema Beziehungen? Bube der Schwerter. Und dann das Ganze einmal, was fühlst du denn zum Thema Liebe und Beziehungen? Was sind denn da deine Gefühle, die Sachen, die sich eingeprägt haben? Ah, okay. Und dann schauen wir uns einmal an, wo du generell aktuell gerade stehst. Okay. Ja, das Spannende ist, wenn ich mir das mal so anschaue, wo du generell gerade stehst, König der Stäbe. Es kann natürlich sein, mit dem König der Stäbe, dass du gerade ein Auge auf jemanden geworfen hast, wie ein Chef, ein Trainer, ein Coach, also in Beziehungsangelegenheiten. Gerade wenn wir hier diese Thematik, die Neun der Kelche haben, kann es natürlich sein, dass du jetzt vielleicht kürzlich gerade wieder jemanden kennengelernt hast, den ich hier im Hier und Jetzt als Mr. Sexy immer sehe, ne? Wo wir hier sehen können, okay, charismatisch, charmant, jemand, der sehr unabhängig ist. Das könnte ein Trainer, ein Chef, ein Coach sein. Also für den einen oder anderen Stier sehe ich hier, dass du vielleicht in der Vergangenheit gerade jemanden kennengelernt hast und da gerade noch so ein bisschen am Gucken bist, na okay, wie läuft das? Aber dein Fokus könnte quasi auf diese andere Person sein. Wir sind hier in der Single-Legung, das heißt, wenn, dann ist das hier recht frisch. Sodass du quasi gerade noch nicht genau weißt, wie sich das entwickelt. Für wiederum andere habe ich das Gefühl, dass du dich erstmal auf deine Ziele und Pläne fokussierst, aktuell, was gewisse Projekte angeht, vielleicht auch berufliche Projekte, König der Stäbe, vielleicht arbeitest du an deiner Selbstständigkeit. Grundsätzlich sehe ich dich sehr selbstbewusst hier. Also von daher habe ich das Gefühl, Stier ist grundsätzlich, was diese Situation in der Vergangenheit angeht, hat sich gut erholt von dieser Situation. Sehr selbstbewusst, sehr fokussiert auf Erfolg, auf erfolgreiche Projekte, aber auch ein Hobby, wo du vielleicht sagst, hey, das ist das, was mich jetzt, sage ich mal, richtig erfüllt. Von daher ist dein Fokus gerade, könnte sehr auf dich selber sein mit deinen Zielen hier, was ich sehr, sehr schön finde. Also egal, ob das jetzt wer Neues ist, dann wäre es eine sehr spannende Energie natürlich. Oder ob das du bist mit deinen Zielen, Projekten, beruflich, privat, sehr selbstbewusst, sehr charismatisch, sehr charmant. Kann es sein, dass du auch sehr viele Leute gerade in deinen Bann ziehst. Auch das wäre möglich. Schauen wir uns aber mal die Glaubenssätze an. Bube der Schwerter. Bube der Schwerter ist die Energie von neue Informationen, neues Wissen. Ich habe das Gefühl, du bist grundsätzlich jemand, der sehr viel Informationen bekommt über Partnerschaften und Beziehungen. Und ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der sagst, ja, ich lerne extrem gut über Partnerschaften und Beziehungen. Ich habe auch das Gefühl, da ist so eine Abgeklärtheit, ne? Also was denkst du? Hier ist die Klarheit, ne? Der Bube der Schwerter, Klarheit, klare Kommunikation. Du siehst etwas recht klar. Und ich habe schon das Gefühl, dass, und was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier die Gedanken haben in den Gedanken und hier die Gefühle haben in den Gefühlen. Ich habe das Gefühl, dass du also grundsätzlich recht sortiert bist, wenn ich das mal so sage, was das Thema Partnerschaften und Beziehungen angeht, was ganz schön ist, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die vergangene Sache so einen, ich sag mal, Schaden hinterlassen hat, dass du voll zugeschlossen bist oder sagst, oh nee, ist alles immer irgendwie schwierig. Nee, ich habe das Gefühl, du bist recht abgeklärt, du bist recht klar, vielleicht haben sich Dinge gerade auch für dich geklärt, vielleicht hast du gerade auch neue Informationen bekommen zum Thema Liebe und Beziehungen, wo du eine Information bekommen hast, vielleicht weil du selber was herausgefunden und recherchiert hast oder weil die Information zu dir gekommen ist, vielleicht auch über eine Nachricht oder so, die dir etwas klar gemacht hat, die für dich diese Thematik Liebe und Beziehung auf irgendeine Art und Weise, kriege ich gerade, ins rechte Licht gerückt hat. Von daher
Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben den Ritter der Kelche. Hier, Ritter der Kelche, sagt mir, du bist offenen Herzens. Du bist nach wie vor jemand, der seinem Herzen folgt oder jemand, die ihrem Herzen folgt. Und du folgst deinem Herzen, du folgst deiner Intuition. Ich habe das Gefühl, du hast immer noch den Glauben an die Liebe hier in dir, in deinem Herzen. Hier haben wir Romantik. Ich habe das Gefühl, dass du auch jemand bist, der ganz viel Romantik braucht, der auch wirklich diese Zweisamkeit, diese emotionale Verbundenheit ganz, ganz, ganz extrem braucht. Brauchen wir natürlich auf gewisse Art und Weise alle, aber gerade der Ritter der Kelche ist jemand, der liebt die Liebe, der liebt so dieses himmelhochjauchzend. Und es kann natürlich sein, dass dein Gefühl zum Thema Liebe und Beziehungen ist, dass du dir wirklich dieses ganz innige, fast schon Verschmelzen miteinander quasi dir erhoffst oder erwünscht hier. Hoffnungen und Wünsche werden wir im Übrigen auch nochmal gleich ins Detail reingehen, beziehungsweise ich habe jetzt in dieser Runde heute tatsächlich gerade entschieden, diesen Aspekt Erwartungen zu nennen, weil das auch noch mal ganz gut ist. Von daher, du bist offenen Herzens. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, du bist recht sortiert, was mir auch wiederum sagt, ich habe das Gefühl, offen für Liebe und du bist recht klar darüber, was du willst. Du lernst sehr viel, das erkennst du an. Also habe ich das Gefühl, kannst du Sachen sehr schnell auch wieder so rumdrehen, dass du sagst, okay, ich bin dankbar für das, was ich gelernt habe. Wir gucken uns einmal deine Baustelle an. Was ist gerade so deine Baustelle, woran du noch arbeitest in Bezug auf Partnerschaften und Beziehungen oder dann eben auch dir selbst, weil die persönliche Weiterentwicklung da ja sehr stark im Vordergrund steht? Ja, okay, die Hohepriesterin. Und dann schauen wir uns mal deine Erwartungen an. Das ist der Punkt, wo wir Hoffnungen und Ängste sehen können. Aber was ist das, was du quasi erwartest? Nicht im Sinne von, ich erwarte jetzt die große Liebe, sondern was ist quasi das, was einprogrammiert ist in dir? Was erwartet dir hier? Okay. Und dann schauen wir uns deine Zukunft an. Vier der Schwerter im Übrigen. Wir gehen jetzt rein. Was zeigt sich jetzt in der nahen Zukunft? Ah, Moment. Oh, Hallöchen. Oh, Hallöchen, ja. Das Erste, was ich hier gerade bekomme, ist, okay, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es gewisse Entscheidungen in deinem Leben gerade gibt, wo es darum geht, jetzt zu entscheiden, was macht dich wirklich glücklich. Und das kann sich auch nochmal insbesondere beziehen auf Beziehungen. Nochmal wirklich, das ist auch spannend hier zu sehen, nochmal wirklich klar zu werden. Was ist es eigentlich, was ich in Beziehungen möchte, was ich leben möchte und was mich glücklich macht? Und das ist gefühlt hier nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Und was ich gerade reinbekomme, ist, dass von dieser vergangenen Erfahrung bis hier jetzt quasi zur Welt, das heißt, das ist das, was in der nahen Zukunft auf dich zukommt. Irgendwas wird hier wirklich abgeschlossen. Da gehe ich gleich ins Detail rein. Aber ich habe das Gefühl, dass hier wirklich etwas komplett abgeschlossen wird. Und zwar das, was mit der vergangenen Erfahrung angefangen hat, bis hier war quasi gefühlt eine Lernaufgabe in was willst du wirklich und was macht dich wirklich glücklich und was sind deine Prioritäten, die du hast, die du leben möchtest in einer Partnerschaft und Beziehung. Woran du noch arbeitest in Beziehungen oder zum Thema Partnerschaft und Liebe ist auf deine Intuition zu hören. Wir haben die Hohepriesterin hier. Also das ist ganz klar. Habe ich das Gefühl, brauche ich nicht wirklich mehr darauf eingehen. Es ist einfach, du musst ein bisschen lernen, auf deine Intuition ein bisschen mehr zu hören und zu vertrauen. Was erwartest du? Ich habe das Gefühl, zum einen sehen wir hier eine Hoffnung, eine Partnerschaft, wo man entspannen kann, wo man ganz du selbst sein kannst. Also deswegen, das fühlt sich sehr aufgeräumt an hier, ne? Dieses Gefühl von Klarheit, offenen Herzens, ja, ich bin offen für die Liebe, ich folge meinem Herzen, ich folge dem, was sich richtig anfühlt. Ich erwarte, da das ist die Karte der Auszeit und der Heilung. Also es kann natürlich sein, dass du grundsätzlich jetzt erstmal hoffst, noch weiter zu heilen, wobei ich das Gefühl habe, das schließt sich hier jetzt ab. Also auch hier mit dieser sehr, sehr schönen Energie, die wir hier haben in der kürzlichen Vergangenheit in deinem Leben. Ich habe das Gefühl, ganz viel von der alten Sache ist schon doch sehr weit auch verarbeitet. Ich habe aber das Gefühl, in Bezug auf Partnerschaften, auf Beziehungen, auf Liebe, erhoffst, erwartest du eigentlich einen Raum der Heilung.
Du erwartest einen Raum, wo nicht mehr Schmerz zugefügt wird, sondern wo man endlich heilen kann und alte Verletzungen heilen kann, also weiter heilen kann. Wir können immer einen gewissen Teil für uns alleine machen und immer diese Sprüche von wegen, du musst erstmal auch mit dir alleine sein. Ja, unterschreibe ich absolut, aber manche Dinge, da brauchen wir einfach auch andere Menschen zu in Beziehungen, um dort wieder weiter Themen auch zu verarbeiten und heilen zu können. Das glaube ich ganz fest. Und dementsprechend haben wir hier das Thema, okay, ich möchte heilen, ich möchte ich selber sein, ne, in meine eigene Energie kommen und möchte einen im Prinzip heiligen Raum haben, wo ich auch entspannen kann, wo nicht immer irgendwie Kampf und Konflikt und Herzschmerz ist. Klar wollen wir alle, zeigt sich hier aber ganz extrem, ist eine gute Karte in dieser Position, weil mir das zeigt, hey, Stier hat hier gewisse Ansprüche und das ist was Gutes. Also wenn hier jetzt eine Karte wäre, sage ich mal, die sehr negativ wäre, wie die 9 der Schwerter, würde ich sagen, ja, du erwartest eigentlich das Schlimmste in Beziehungen. Ne? Deswegen machen wir das, um einfach zu schauen, wie bereit bist du denn für die Liebe. Ja, und was wir jetzt in der nahen Zukunft sehen, die Welt, krass. Also es schließt sich hier wirklich etwas ab. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich etwas abschließt zum Thema grundsätzlich Erwartungen, Erwartungen an die Liebe. Sich klar darüber werden, wie ich ja gerade schon sagte, was du möchtest, was du leben möchtest, was dir wichtig ist. Und irgendwas generell in deinem Leben schließt sich hier jetzt nochmal ab. Also, das kann ein Umzug sein, eine Reise sein, die jetzt in der nahen Zukunft auf dich zukommt, denn dafür steht die Welt ebenfalls. Aber auch das Ende vielleicht eines Projektes. Irgendwas wird hier vielleicht erfolgreich abgeschlossen. Auch habe ich das Gefühl, mit der Welt wirst du in der nahen Zukunft ganz voll und ganz bei dir ankommen. Dieses Gefühl von, ich komme zu Hause an, bei mir selbst, in mir selbst, kriege ich hier ganz stark rein. Du bist in der Harmonie, in der Einheit mit dir und mit allem, was ist und was war. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, du bist sehr, sehr offen für einen Neuanfang in deinem Leben. Und ja, ihr Lieben, dann bin ich gespannt. Das soll jetzt das erstmal gewesen sein. Wir gehen jetzt für all die Neugierigen, die sagen, ich hätte gern noch mehr Informationen obendrauf, gehen wir jetzt nochmal in die Erweiterung. Und was wir da machen ist, muss ich nochmal ganz kurz hier schauen. Wir gucken uns einmal an, genau. Was ist denn die Rolle von dir gewesen in der vergangenen Partnerschaft? Also welche Rolle hast du in der Vergangenheit oft eingenommen? Wir sehen hier dieses Ungleichgewicht im Geben und Nehmen, aber wir schauen, was war deine Rolle, was war die Rolle deines Partners? Wir schauen uns an, wie du aktuell wirkst auf das Geschlecht deiner Wahl. Wir schauen uns an, was du aktuell gerade anziehst. Aktuell würde ich sagen, mit diesen Karten bist du sehr offen. Für Partnerschaften bist du sehr offen, etwas recht klar in dein Leben zu ziehen, wobei wir noch so ein paar Dinge haben hier, die geklärt werden wollen. Wir schauen uns an, was dich unterstützt und was dich vielleicht oder was ein bisschen gegen dich arbeitet aktuell. Das bezieht sich auf deine Persönlichkeit, ne? Also wo du jetzt gerade bist, was unterstützt dich für eine harmonische Partnerschaft und was arbeitet ein bisschen gegen dich. Dann schauen wir uns generell noch einen Tipp für dich an, was du tun solltest, was du nicht tun solltest und nochmal eine Zusatzkarte hier, was jetzt in der nahen Zukunft auf dich zukommt zum Thema Liebe und Beziehungen. Wenn dich die weiteren Informationen interessieren, darf ich dich einladen, mir zu folgen auf Vimeo oder Patreon. Das Ganze findest du unter diesem Video in der Infobox. Da geht der erste Link zu Vimeo. Da hast du die Möglichkeit, dir das Einzelvideo anzuschauen und wenn du möchtest, tatsächlich auch runterzuladen. Wenn du jemand bist, der hier sehr viele Erweiterungen immer schaut, dann kann ich dir auch empfehlen, zu Patreon zu gehen, denn dort hast du die Möglichkeit der Mitgliedschaft und kannst dir dort immer alle Erweiterungen direkt anschauen. Die sind dann nämlich alle direkt freigeschaltet. Bei Patreon hast du dann auch die Möglichkeit, nochmal rückblickend bis letztes Jahr April zu schauen. Alle Erweiterungen von letztes Jahr April sind immer noch auf Patreon und sind dir auch zur Verfügung gestellt, sodass du quasi auch in deine Legungen reingehen kannst oder von deinem Gegenüber reingehen kannst, bis eben rein in den April letzten Jahres. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dich dieser Kanal und diese Legung unterstützen, dann würde ich mich freuen, wenn du mich und den Kanal unterstützt. Das kannst du tun mit einem Like, einem Kommentar, einem Kanalabo und wenn du die Glocke aktivierst, dann bleibst du up to date für neue Videos. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und mache mich auf in deiner Erweiterung. Also bis gleich. Thank you.